Willkommen zum nächsten Magic-Video, wieder Bloomburrow, das Set, was wir aufmachen und wieder mit Fabi. Ja, wir machen weiter mit dem Bundle. Kannst du den auch Standard hier auf dem Channel, dass wir das aufmachen? Schon, Standard nach drei Videos. Neue Playbooks da drüben, das ist das Artwork. Nehmen wir einmal das oben, das ist die Seite, das unten, sehr spektakulär. Das ist die andere Seite und das hinten. Sehen wir nochmal, was drin ist. Ein Würfel wieder, oder Lebenspunktezähler, wie ihr es nennen wollt. Die Kartenbox, eine Foilkarte in alternativem Artwork, alle Länder in Foil und Normal und neun Booster. Richtig. Übrigens zeigt dich dann der besten Foto und bringt die Welt, wenn ein elementare Kräfte außer Kontrolle geraten, liegt die Rettung frontal auf den Schultern seiner kleinsten Beschützer. Kehren wir der Seite von Mäusen, Fröschen, Federmäusen, Eichhörnchen, Vögeln, Eidechsen und Entieren. Und das Gleichgewicht des Friedens wiederherstellst, beweist, dass Mut keine Frage der Körpergröße ist. Jo. Ich würde sagen, hier gibt es einen tollen Streifen. Ja, das ist ein Unboxing, ich mache das auf der Cam, wo wir jetzt mal näher reingezoomt sind. So. Achtung, let's go. Ganz Tal spricht darüber. Jo. Ich habe jetzt immer die Kamera gezeigt. So, das ist schon mal die Box. Zeigen wir dir als erstes. Nur dasselbe, wie wir vorne drauf gesehen haben. Hier die Otter. Otter Magier übrigens. Jo, hinten auch nochmal mehr Otter. Stark Otter. Vermarktet hier. Und ja, ich persönlich mag die Cardboxen aber ganz gerne. Ich hefte die, ich sortiere die schon in so Binder ein, aber alle Doppelten und so weiter, die lege ich ganz gerne hier drin ab, damit ich nach Sets sortiert weiß, okay, jo, die sind das Set, die sind davon doppelt. Das ist, wenn man so viel sammelt, das ist ganz gut. So, zack, auf. Gehen wir diese Ausstandsdinger, die kennen wir auch schon. Zeigen wir es mit Würfeln, genau, mit meinem schönen Grün, was auch sein muss. Wer es noch nicht weiß, ich bin meine Lieblingsfarbe. Das ist ein hübscher Würfel. Was sind die Symbole? Ah, eine Tatze. Okay. Eine Pfote. Ja, ich weiß, es ist eigentlich kein Würfel, es sind Lebenspunkte, aber man kann es aber hoch nutzen. So, die Ausstandsdinger, die standen jetzt nicht aus, ich zeige dir nur kurz. Na, Tokens, dann haben wir hier den hier an der Seite der Otte. So. Genau. Fertig. Möchte ich noch einen Schlüssel machen, erstmal wieder hier dieses Sonderkartengedöns als erstes auf. Zeigen wir erstmal die Länder. Und die sogenannte Promokarte übrigens, für alle Nicht-Fachwisser. Ist jetzt eins mehr oder eins weniger? Weniger. Sind neun, okay. Ja, also die werden Bundle-Promokarten genannt, diese mit alternativen Artwork. Und weil man alle Karten sammeln will, eines Sets, braucht man auch die. Von daher ist es allein deswegen das Bundle schon wert. Auch wenn die voll sind. Das hier ist das alternative Artwork von dem Donnerfallen-Trainer. Den gibt es auch normalerweise, das ist das alternative. So, und dann sind hier die Länder. Gehe ich kurz durch. Jo, wie gesagt, wir werden dann im Display ja noch die wiedersehen. Allesamt. Also, wir sehen die Karten nur öfter, deswegen zeige ich die jetzt hier. Noch mal ein wenig. Alles in voll, ne? Habe ich das nicht bei jeder Karte gezeigt. Machen wir das ein bisschen grob, dass ihr das seht. Das sieht man immer ganz gut in der Kamera. Das ist cool, dass voll auch in der Kamera funktioniert. Ja, nö, Länder, Artwork-mäßig sind das ist hier basic. Das ist so, was mir schon immer so drin war. Hier ist ganz, ganz cool, dass immer einer der Tiere mit drauf ist. Full Art Länder heißen diese Karten übrigens im Sammler-Jaguar. Auch hier dann Sumpf. Doch zwei verschiedene. Ne, ist dasselbe. Doch gibt zwei verschiedene. Einmal eisig, schauen wir. Gebirge. Gibt es auch nochmal in Schnee und in normalen. Schauen wir, ist so ein bisschen das Ding des Sets. Gut zu wissen. Das gibt anscheinend, geht anscheinend auch viel über die Jahreszeiten. Passt ja so zum Tier-Set. So, genau. Das waren die Bundle-Karten. Sag schon mal, jetzt kommen die Booster. Haben wir ja schon gezeigt. Die Maus vorne drauf. Jetzt öffnen wir die ersten neun.
kann Karten 1 bis 342 übrigens enthalten. Mindestens eine selten oder höher. Genau. In unter 1% sind es 4 im Booster. So. Sagenhaft seltener Foil Planeswalker ist diesmal das Ding. Ohne Rand. Ist unter 1%. Ja, genau. Also Planeswalker gibt es auch wieder. Es gibt hier wieder Planeswalker-Karten. Ich glaube, wir hatten länger schon keine Planeswalker mehr. Zumindest in Call of Mana und in Jungle Function gab es keine Planeswalker, glaube ich. Keine Ahnung. Freue ich mich da auch. Also Planeswalker gerne die Helden von Magic, die zwischen den Portalen reisen können. So, ich habe wieder ein schönes Zink. Da haben wir auch schon die ersten Uncommons. Sehr viele Uncommons. Dann haben wir eine Rare, die immer drin ist. Und okay, seit wann? Oh, schick. Schick, schick, schick. Zwei Rares und auch noch ein anderes Design. Wake Whittle here. Ratte, Hexenmeister. Ja. So, anscheinend, habe ich schon gelernt, schwarzes Mana hat hier immer was mit Winter zu tun. Weil es ist ein, sagen wir mal ehrlich, es ist ein eher, ne, das Horror-Set wird ein bisschen krasser, das ist so ein, sagen wir mal, kinderfreundlicheres Set. Da ist natürlich trotzdem schwarzes Mana nicht unbedingt 100% böse. Den hatten wir gerade irgendwas schon in den Stahlpack in der letzten Folge, die Karte hier, also. Gibt auch Doubles, normal. Mondscheinkleriker, Schluchträuber, die erste Eidechse, die ich sehe. Nice. Eidechsen sind schwarz, White Death. Also mana-mäßig. Kurzbogen in den Schlund der Flut. Auf die Flugfeder. Pilzschuss. Oh, die Rare ist Camellia, die Saathorcherin, ein Eichhörnchen. Eichhörnchen sind dunkel schwarzes Mana, ey. Bruno Krotte, das ist die Foil. Und sonst habe ich nichts anderes. Gehäuseschnecke. Krasse Sache. Ja. Verquaken. Nächste Eidechse. Ich will die Eidechsen anhaben, das ist so mein Hauptding. Die Eibüchse sind sehr süß. Schon so ein cute Set. Oh, eine Uncommon ist die Foil, das ist immer gut. Dolchzahn-Duo, Ratten sind anscheinend die Schwarzmaler. Schrottklingenschägen, Doppelmana-Karte. Interessant, was schwer. Nächste Eidechse gibt Tilische Anwerberin. Denkmal von Molit, von Gier verschlungen. Uferplünderer, Traumtau, Hypnotiseur. Ist die Rare. Die erste Mythic. Zeit des Verlusts. Dann Wald. Und dann haben wir den Wegbereiter von vorhin, aber diesmal in voll. Haben wir den und einen Advokat. Nice. Ja. Gutes Pack. Warte, und mehr Rare an. Wir waren in den letzten Sets nicht so erfolgreich mit Rickverse. Ich hab nur. Meinst du bei Sets gut oder was? Ja, insgesamt. Mir fehlen viele. Ich hab viele Lücken bei Rickverse. Also auch schon bei Call of Mana. Und Junk Outlaws. Wäre ganz cool, würde ich mal ein bisschen mehr Rickverse. Weil die sind auch sammlungstechnisch, wenn man die nachkaufen will, zusammen die teuersten. So scheiße. Weil die am selbsten sind, macht Sinn, ne? Mhm. Dass das so ist. So. Übrigens. Das war schon Min. Sagen wir Min. Übrigens. Ja, ich wollte noch was zu Magic sagen, aber das ist grundsätzlich. Tümpelhafenglocke. Die kennen wir schon. Baumeister-Talent. Ist eine Klasse. Gab es zuletzt in Dungeons & Dragons in den Sets Fitzgerald-Banner. Vergnügte Rennmäuse. Jäger-Talent. Eine Rare Windende Wiedergeburt. Ist die Rare diesmal? Das lichtschöne Duo ist voll. Schönes Zeichen, was da folgt. Und ein Fisch.
Spielsteinkartoffelfisch. Ja, die Eidechsen muss ich, glaube ich, akzeptiere ja eher ein. Von daher, extra legen bringt ja nichts. So viele Eidechsen im Set, da kann man Eidechsen-Set draus machen. Deck, ich bin ziemlich sicher. Rotierst du die eigentlich vor? Rotierst du die vor? Wie vor? Dass du die Foil immer am Ende hast? Nee. Okay, da war das Lack. Da waren es zwei Foils. Weil eigentlich die Foil nie am Ende. Doppelmana. Gibt sehr viele Doppelmanas. Nee, das ist mir schon aufgefallen. Beispielloses Recycling. Okay, da kennen wir schon. Die Rare ist der Pfoten-Beet-Rekrut. Kaninchen. Oh, sehr gut. Na, Ankamen als Foil. Rankenzucht-Mentor. Und das ist auch normale Eichhörnchen. So, dann machen wir das jetzt auch noch auf. Das letzte, um genau zu sein. Kannst schon mal. Sorry. Aber an der Kamera vorbei. Ich gestikuliere hier. So. Hey. Jetzt haben sich alle Leute erschreckt, gut gemacht. Wer sich erschreckt hat, schreibt mal Fabi Stoff in die Kommentare. Hallo? Was sagt? Wachmaus-Veteran. Otterball-Eskapaden. Vorhut aus Fluffhausen. Sehr nice. Und wieder eine Rare Uncommon. Talgruppensammlung und die Ratte. So, genau. Das waren das Band, der Bundle-Inhalt. Jetzt haben wir aber noch was extra. Hängen wir hinten dran. Und zwar den Beine. Und wieder jetzt klar gemacht. Das ist der Beine zum Set. Also eine der Beine, es gibt mehrere Motive. Ich habe mir den ausgedacht, den am hübschsten fand. Hier ist von Sipfolio, ist auch offizielles Magic-Produkt, steht auch hier nochmal, also ist wirklich kein Quatsch, ist wirklich so. Ist säure- und PVC-frei, ist designt für Karten in zwei Hüllen, also man kann sogar einfach Karten reinlegen, die Hüllen haben. Ich mache ja nicht mehr so viele Hüllen in meinen Karten rum. Reißverschluss, Widerstandsfähiges und hat seitlichen Karteneinschub. Alle Dinge, die keinen seitlichen Karteneinschub haben, sind irgendwie Müll, weil da fallen die Karten sehr schnell raus. Bei seitlichen ist es weniger der Fall. Den zeigen wir auch kurz mal und machen das hier auf. Oh, du willst den aufmachen? Ja, ist Bonus, wie gesagt. Habe ich bei Morten Karl auf Männer auch so gemacht. Weil zu jedem Set, wie gesagt, braucht man natürlich auch Platz, das einzusortieren und dachte mir, zukünftig zeigen wir die auch mal ein bisschen mit, weil ich kaufe die jetzt immer, weil die halt, ja, damit ich halt weiß, was welches Set ist. Weil das Coole ist auch, hier steht es am Rand, dass es Pumbaro ist. Und von daher weiß man das da. So. Okay, das bringt hier nichts. Genau, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pro Seite. Es riecht halt, genau. Bisschen neu. Ich mache die Dinge raus. Ja, nur was man von den Beinen erwartet. Das ist immer mehr. Das reicht für 360 Karten, müssten es sein. Genau. Das heißt, gerade so für das Set. Wenn ihr noch Bonuskarten, also, ne, wenn wir gucken, das Set hat 342 offiziell, dann noch die ganzen Bonusdinge, da kommen wir ungefähr auf 360. Also, damit kriegt ihr zumindest das Standard-Set alle unter. Wenn wir dann noch die Decks, die wir uns auch haben, kann ich verraten, die machen wir auch noch auf, die Decks, die kriegen wir nicht damit rein, ist klar. Bräuchten Zottenbeine, das ist halt schade. Es gibt die auch in Größe, dazu habe ich es tatsächlich nicht gefunden. 480 passen da rein, da kann man dann mehr reinmachen. Aber hier geht halt nur das Nötigste. Besser als gar nichts. Kostenpunkt übrigens so 30 Euro, die offiziellen Dinge. Muss man, aber ich glaube auch die normalen kosten so viel, die nicht offiziell Magic sind. Also, wenn man hochklassige will und keine billigen. Ja, so viel dazu. Und damit haben wir auch das Bundle gezeigt. Das war dieses Video.
Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und schaltet das nächste Mal ein. Dann machen wir dann weiter mit dem großen Highlight, nämlich erstmal den ganzen Playboostern. Da machen wir wieder viel auf. Also werden wir ein paar mehr. Bis dann. Ciao. Tschüss.